diese Workshops, die wir hier machen im Rahmen vom Bödecker-Kreis, wenn sich also ein Schüler, hier kann natürlich auch jeder daran teilnehmen, auch wenn er keine Erfahrungen bisher gemacht hat. Das wäre dann der Fall, dass wir Übungen aus dem kreativen Schreiben nehmen und anhand dieser Übungen eben auch gewisse Techniken vermitteln, die beim Poetry Slam gang und gäbe sind. Ja, dieser Slam-Tag, der läuft ja so ab, dass am Anfang Workshop ist, da kommen Leute und feilen an ihren Stücken, da kriegen sie noch ein paar Tipps von Poetry Slam-Profis. Ja, als nächstes gibt es also die Poeten, die auftreten, da wird eine Reihenfolge ausgelost, dann steigt langsam die Nervosität und die Vorfreude und ja, irgendwann gehen die Türen auf, das Publikum kommt rein. Ja, dann ab da ist es alles dem großen Schicksal überlassen, wer dann den Slam gewinnt. Da ist so viel Überraschungsfaktor dabei, das entwickelt eine Eigendynamik. Und nun steht er da. Der kleine Junge mit seinen kleinen, runden, braunen Augen. Von Unschuld erfüllt starren sie der Mutter hinterher, ihr Geheimnis ist enthüllt. Und seiner Kindheit wurde er beraubt, doch nicht nur das hat sich der Faschismus erlaubt, nein, Unmenschlichkeit stand im Programm. In München, in Berlin und sogar für die Kinder von Terezin. Die Sprache kann sehr vielfältig sein, wie wir ja alle wissen. Dafür sind wir eben da, dass wir eben unterstützen, dass Sprachbilder sozusagen gefunden werden, die dem einzelnen Poeten oder der Poetin auch passen, also die authentisch wirken. Ich bin kein Posterkind, kein kleines Mädchen, das auf Bildern lächelt wie blind, ihre Augen dieser falschen Welt aus Photoshop verschließt und einfach ein naives Leben genießt. Und doch hasse ich, was sich dieser Außenwelt zeigt, denn für jene, die es nicht verstehen, ihre Augen beim Wort einzigartig verdrehen und ihre Blicke abwenden, auf andere Wege gehen, wäre ich am liebsten gar nicht da. Darüber hinaus, Poetry Slam hat einen sehr stark performativen Charakter und wir gehen eben auch darauf ein, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen und gegenüber fremden Leuten einen Text erstmalig zum Beispiel vorzulesen. Wir versuchen, die Angst zu nehmen. Mit jedem Morgen, wo die Sonne aufgeht, sich in den tollsten Farben vom Horizont abhebt und über uns schwebt. Mit jedem Morgen, wo die Sonne aufgeht, sollten wir beginnen wie am ersten Tag. Dankbar für all die großen Kleinigkeiten, die uns auf unserem Weg begleiten. Dankbar für all das, was es gibt, für alles, was hinter und noch vor uns liegt. Manchmal ist es eigentlich egal, welches Thema man wählt. Viel entscheidender ist eigentlich, aus welcher Sicht man dieses Thema betrachtet. Und am Ende kann man über alles schreiben, ne? Also du kannst sagen, Regen ist flüssiger Schnee, ein B ist ein schwangeres P. Und plötzlich merken die Leute, es kommt immer nur auf den Blickwinkel an und du sagst, Füße sind Hände zum Draufstehen, Igel sind Kakteen, die gehen. Und plötzlich merkt man so, okay, es geht tatsächlich darum, wie man auf die Dinge schaut und nicht, was wirklich jetzt thematisiert wird. Wir nennen uns wissende Menschen und streben nach Wissen, doch wenn es um Tierhaltung geht, dann schauen wir weg. Wer lebt denn 2018 bitteschön noch nicht ovo-lacto-vegetarisch, frutarisch oder vegan? Sie? Außenseiter, suchen Sie sich so schnell wie möglich irgendeinen coolen Foodtrend aus. Egal, ob Sie dahinter stehen oder nicht, posten Sie täglich Bilder von Algen, Chips, Couscous und Soja auf Instagram und belehren Sie alle Menschen in Ihrer nahen Umgebung, warum Sie jetzt ein besserer Mensch sind. Und wenn Ihre Mitmenschen dann nicht vor Ihnen auf die Knie fallen und Sie anflehen, Ihr Tofu mit Ihnen zu teilen, zwingen Sie sie mit vorgehaltener Recyclingpistole zu einem besseren Leben. Danke. Genau, und am Ende wird die Poetry Slam Königin oder der Poetry Slam König gekürt und es gibt einen riesen Applaus. Ich glaube, jeder kommt mit dem Gefühl nach Hause, da was erlebt zu haben, was sich einprägt.